So, einige, vielleicht ein ganz, ganz kleiner Teil von euch, mag vielleicht schon mitbekommen haben, dass diese Woche Fallout 4 erscheint und dass quasi so die halbe Gaming-Welt, was sag ich, die ganze Gaming-Welt auf dieses Spiel wartet. Mich mit eingeschlossen. Mein Spiel kommt morgen an. Ich weiß, manch andere YouTuber und Streamer, die können das heute auch schon zeigen, aber Leute, alles gut, alles kein Problem. Hab mega geilen Ersatz für euch organisiert. Alle, oder sagen wir nicht alle, aber manche spielen schon Fallout 4. Wir spielen heute Fallout 3. Wir machen nochmal eine kleine Zeitreise zurück zu diesem grandiosen Spiel hier, das ich vor langer, langer Zeit durchgespielt habe. Ist also wirklich eines der Spiele gewesen, die mich komplett reingezogen haben. Und jetzt schauen wir uns das einfach nochmal an. Jetzt spielen wir einfach Fallout 3. Weil vor 4 kommt 3. Kann ich bestimmt gar nicht mehr an so viel erinnern. Ich wollte es eigentlich erst streamen die ganze Zeit, aber habe dann da leider nie einen passenden Termin gefunden, meine Damen und Herren. Und da gibt es direkt wunderschöne Musik zu Beginn. Und ich weiß noch, damals war Fallout 3 auch so ein Spiel, das ich immer bei anderen gesehen habe. Also da habe ich bei anderen gesehen, die einen viel, viel besseren Rechner hatten. Yo, ey, die können dieses Spiel spielen und ich wollte es auch immer unbedingt spielen, wollte diese wunderschöne hawaiianische Statue auf meinem PC-Bildschirm aufflackern sehen, aber konnte es nicht. Und irgendwann konnte ich es dann und hatte sehr, sehr viel Spaß mit diesem Titel. Das ist übrigens nicht Darth Vader, falls jetzt irgendjemand hier vielleicht was mit Star Wars verwechselt, der absolut keine Ahnung von nichts hat. Das ist nicht Darth Vader, es ist ein Typ in einem Anzug. Fallout, hier steht es nochmal unten rechts. 3. Ich habe jetzt mal eiskalt das Intro übersprungen. Sowas würde ich sonst nie tun, aber ansonsten kommen wir in diesem Video zu gar nichts. Ich möchte ja auch ein bisschen was vom Spiel zeigen. Und da kann man jetzt, also das Krieg bleibt immer gleich. Das Intro mögen manche kennen, aber das brauchen wir jetzt nicht zwingend. Fallout einfach wildes Putt. Wisst ihr? Nuklear, Krieg, Atom, Waffen, alles radioaktiv verseucht. Und deswegen hat man jetzt nur noch ein schwarzen Bildschirm. Ich glaube, die Aufnahme ist auch tatsächlich abgestürzt, dadurch, dass ich das Intro übersprungen habe. So, nach für mich gefühlt 3 Stunden, herzlich willkommen zurück im Hauptmenü, wo wir uns schon vor ein paar Minuten befunden haben. Ich habe jetzt irgendwas geändert und jetzt sollte das hoffentlich funktionieren und sich nicht mehr aufhängen, wenn ich einfach nur geboren werden möchte. Das Spiel verhindert Geburten. So, Intro überspringen. Daumen drücken. Wird das was mit der Geburt oder wird das nix? Das sieht gut aus. Ja, schau mal einer an. Das war eine richtige Geburt jetzt. Also für mich, ich musste da wirklich Sachen umstellen, bis ich das Licht der Welt erblicken konnte. Für dieses Video hier. Bist du ein Junge? Sekunde. Bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Ist eine schöne Frage, aber ich hätte gerne Untertitel für euch. Habt ihr doch eigentlich hier... Mädchen. Leute, hier fehlen die Untertitel. Ihr könnt auch so gar nichts lesen. Also, erstmal Geschlecht wählen. Wir sind natürlich ein strammer Bursche. Ein Junge? Ja, das ist immer noch korrekt. Ah, ein Junge. Guck mal. Wir haben einen Sohn, Catherine. Einen wunderschönen, gesunden Jungen. Oh, oh James. Wir haben es geschafft. Ein Sohn. Unser wunderschöner Sohn. Du hast eine tolle Zukunft vor dir, mein Sohn. Danke, Dad. Da bin ich mir sicher. Na, wen haben wir denn da? Hallo, ich bin dein Papa, kleiner Mann. Papa. Du brauchst noch einen Namen, nicht wahr? Deine Mutter und ich haben uns unterhalten. Was hältst du davon? Name der Spielfigur eingeben. Ich weiß nicht genau, warum das Spiel, also ich hab's damals, ich mache immer Untertitel für die Videos an, damit ihr mitlesen könnt, falls irgendwas mit dem Ton nicht so 1A ist. Aber warum die Untertitel zentral in der Mitte positioniert werden müssen, das ist mir noch nicht so ganz schlüssig. Also, Spielername. Wie nennen wir denn unseren Helden für dieses Video? Justus Jonas. Das ist ein schöner Name. Ja. Meinst du nicht? Passt perfekt zu dir. Anscheinend ist die Genprojektion abgeschlossen. Mal sehen, wie du aussiehst, wenn du erwachsen bist. Das ist eine interessante Information. Jetzt wird hier ein krasser Charakter
erstellt. Hier, guck mal, so ein richtiger Gentleman, Revolvermann. So gefällt mir das. Fertig. Mir gefällt meine Figur. Lass das so machen. Du wirst deinem Papa sehr ähnlich sein. Siehst du das, Catherine? Oh, sehr, sehr stramm. Da draußen ist eine große Welt voller verschiedener Menschen. Wie steht's mit dir? Was für ein Mensch wirst du werden? James? Du bist einfach... Catherine? James! Catherine! Irgendetwas... Sie hat einen Herzstillstand! Herzmassage beginnen! Das Baby muss hier raus! Schnell! Schnell! 1001. 1002. Los doch! Ein Moment, Catherine. Ein Moment, du und ich. Okay. Ein Jahr später. Wenn Sie meine Erwartungen nicht erfüllen... Sie misst genau ins Licht, mein Sohn. Das tut in den Augen weh. Etwas Dekoration. Warum wirst du dich hier unten zwingen? Wird das ein Zuhause? Komm hierher, mein Sohn. Komm schon. Komm zu Papa. Aufgabe hinzugefügt, Babyschritte. Mitunter die schwerste Mission im ganzen Spiel. Der Papa ist so ein... Hier, der will, dass man rüberläuft. Aber ich schaue mich erstmal um hier. Guck mal, da ist ein geiler Teddybär. Und er hat richtig tolle Spielsachen. Und hier steht noch ein toller Text. Hier drüben. Und da sind kleine Raketen am Himmel. Da ist ein Stuhl. Du schaffst es. Ich will aber nicht zu dir. Ich bin ein rebellisches Kind. Ich bin mein eigener Herr und Meister. Ich bring den Teddybär mit. Ich will nicht ohne ihn. Ja, okay, Papa. Es ist ein bisschen creepy, wie du dich da dauernd wiederholst, aber ich würde gerne den Teddy mitnehmen. Komm zu Papa. Guck mal, habe ich mitgenommen. Sehr gut. Ja. Meine Güte. Gerade mal ein Jahr alt und geht schon wie ein Profi. Du bleibst hier, während Papa schnell in sein Büro geht. Ist schon okay, Kumpel. Ich bin gleich zurück. Ist okay, Daddy. Lass mich allein. Lass mich einfach allein. Mit dem Ball da. Du bist special. Das kann ich mir anschauen. Und natürlich kann das Kind schon super gut lesen. Und da wird einem jetzt so ein bisschen auf spielerische Art und Weise das Spiel näher gebracht. Mag ja auch sein, dass vielleicht irgendjemand von euch da draußen Fallout 3 gar nicht kennt. Das wäre traurig. Ist wirklich ein genialer Titel, den ich hier sicherlich nicht in seiner ganzen Bandbreite in diesem Video werde abbilden können. Vor allem, weil wir ja heute so ein bisschen humoristischer rangehen. Habt ihr bestimmt schon einmal in dem Video hier ganz leicht schmunzeln müssen. 9 Jahre später. Wir experimentieren und überlegen. Überraschung! Überraschung! Stanley, Sie haben das Licht zu schnell eingeschaltet und das arme Kind geblendet. Schöner Bart, Papa. Alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Er wächst so schnell. Ja, ich bin... Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Junge. Ich kann kaum glauben, dass du schon 10 bist. Ich bin so stolz auf dich. Wenn nur herzlichen Glückwunsch, junger Mann. Ich muss dir nicht sagen, dass dies ein besonderer Tag ist, oder? Doch. Wenn du hier unten in Vault 10110 wirst, ist es an der Zeit, die ersten offiziellen Vault-Aufgaben zu übernehmen. Bitte sehr, als Aufseher überreiche ich dir hiermit deinen persönlichen Pip-Boy 3000. Mach dich damit vertraut. Morgen erhältst du deine erste Arbeitsanweisung. Viel Spaß bei deiner Party. Du wirst nur einmal 10. Genieß es. Oh Mann, du hast einen Pip-Boy. Ich wäre auch gerne 10. Ihr macht mir alle ein bisschen Angst. Vor allem das mit der Aufgabenverteilung. Heißt das jetzt, ich darf, wenn ich 10 bin, die Toiletten putzen? Oder was? Hä? Jetzt kann ich auch in den F-Modus gehen. Herzlichen Glückwunsch. Aber erstmal redet Amata mit uns. Da hast uns aber eine Überraschung gelungen, was? Ja, Mensch. Und dein Papa dachte, du wärst uns auf der Spur. Aber ich habe ihm gesagt, er soll aufhören, sich Sorgen zu machen. Du bist leicht zu täuschen. Und jetzt kommen wir natürlich zu einem elementaren Teil des Spiels und da freue ich mich auch schon einfach wieder unfassbar. Ach, ich liebe einfach so offene Dinger. Und Fallout, also mit offenen Dinger meine ich Entscheidungsfreiheit, Open World und gleichzeitig noch diese fetten RPG-Elemente mit drin. Und einfach, dass ich hier jetzt die Möglichkeit habe, mit der Amata meine Spielchen zu... Das klingt ein bisschen falsch. Also, dass ich einfach Dialogoptionen habe und jetzt super erklärt von mir und ich jetzt sagen könnte, du hast mich nicht ausgetrickst, hab nur so getan, als ob ich nichts wüsste oder großartige Party, Amada, war es das schon oder hat die richtige Party noch gar nicht begonnen? Man kann so ein richtiges Asshole sein und weil ich das im 4. Teil wirklich nicht sein werde, bin ich jetzt einfach hier nicht so freundlich und sag jetzt einfach mal, ob die richtige Party überhaupt schon begonnen hat. Halt den Mund! Es ist nicht mein Fehler, dass Butch und Wally hier sind. Dein Papa hat gesagt, dass wir sie einladen mussten.
Ist auch egal. Zeit für dein Geschenk. Was glaubst du, schenke ich dir? Mach schon, rate mal. Es ist, es sind halt so fiese Antworten mit dabei. Nimm mal das hier. Na super. Ich hätte nicht gesagt, dass du auf Mädchen stehst. Du weißt, was ich meine. Also sei nicht gemein zu mir. Vielleicht sollte ich das jemand anderem geben. Jemandem, der Grognack der Barbar mehr mag als die fiese Christine. Die Frage ist, wie erkennt man den Unterschied? Mensch, das war ein heftiger Joke. Hier geht ja einiges ab in diesem Vault. In Vault 101. Hey, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Nasenbluten. Mörderwitziger Dude! Den Kuchen anzuschneiden. Du bringst ja geile Jokes. Moment, ich rede das mit der Omi hier noch schnell. Macht deine Party Spaß? Schon 10 Jahre alt, kaum zu glauben. Fühlt sich an wie gestern, als dein Papa hier eintraf. Ach du meine Güte, hör nur mein Geschwafel. Du wartest sicher schon auf dein Geschenk, was? Du hast einen Satz gesagt, das gilt jetzt nicht wirklich als Geschwafel. Und hier natürlich auch wieder, wir könnten jetzt den, was ich eigentlich machen würde, so geht man ja eigentlich auch mit netten Damen um. Man sagt, ja, gnädige Frau, oder oh, sie hätten mir doch kein Geschenk mitbringen müssen, Mrs. Palmer. Oder man ist halt das kleine Kind, das niemand mag, das einfach nur am Rummeckern ist. Egal, ob es mit 10 Jahren in einem postapokalyptischen Szenario, ich mag das Wort postapokalyptisches Szenario, eine wunderschöne Überraschungsparty bekommt. Nein, wir antworten mit, ich hoffe, sie bringen mir was Besseres als letztes Jahr. Tja, die jungen Leute waren früher einfach höflicher, respektierten die Älteren. Natürlich hatten wir einen Aufseher, der von allen respektiert wurde. Nicht wie der da drüben mit seinen Regeln und Geheimnissen. Ich hätte fast Lust, dir zu erzählen. Mein Gott, jetzt rede ich schon wie alle anderen alten Tanten. Und du wartest immer noch geduldig auf dein Geschenk. Du hättest schon etwas höflicher fragen können. Aber es ist ja dein Geburtstag. Also, bitte sehr. Ein Süßgebäck, das ich extra für dich gebacken habe. Ein Süßgebäck. Alles Gute zum Geburtstag. Was für ein Haufen Sport. Ich glaube, man muss den jeden Morgen neu aufziehen. Das sieht professionell aus. Wie läuft's, Kumpel? Oh nein. Sehr gut gemacht. Erlaube mir, dir alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Ich würde dir ein Stück Kuchen. Wir verbringen ein bisschen zu viel Zeit hier. Ich beschleunige das mal so ein bisschen mit der Party. Mit wem muss ich denn noch sprechen? Ja, mit dem hier muss ich noch reden. Mit dem Paul. Ich weiß, dass Butch und ich dich mobben. Aber das nimmst du doch alles nicht so ernst, oder? Ich nehme das ganz schön ernst. Herzlichen Glückwunsch und so. Ich gehe dann mal besser. Ich dir mal was. Ich hab Hunger. Und dieser doofe Roboter hat den Kuchen zerstört. Ich zerstöre gleich dich. Gib mir das Süßgebäck, das die alte Lady Palmer dir gegeben hat. Wer sagt denn Süßgebäck? Das wollte ich schon bei der Lady anbringen. Gibt's das irgendwo, war der schon mal beim Bäcker und hab gesagt, hey, ich hätte gerne dieses Süßgebäck dort hinten in der Ecke. Gebe mir doch ein Süßgebäck. Ich gehe jetzt zum Bäcker und kaufe mir ein Stück Süßgebäck. Und zum Abendessen gibt es bei mir meistens Salzgebäck. Das ist irgendwie kein Spiel, was ich in einem Video auch nur im Ansatz unterbringen könnte, bemerke ich, weil ich einfach viel zu sehr ins Geschwafel abdrifte. Aber diese Unterhaltungen hier sind auch einfach der Hammer. So, Mrs. Palmer hat gesagt, ich muss nicht teilen, ich habe nämlich Geburtstag. Sicher, Butch, auf das Süßgebäck spucken und es ihm geben. Oder siehst hungrig aus, hat deine Mutter wieder alle Rationscoupons versoffen. Das ist, also das Letzte ist fast am fiesesten, aber wir spucken einfach auf das Süßgebäck, denn das ist nämlich ein Spuckgebäck, und geben es ihm. Ich habe keine Lust auf deinen Quatsch. Das wird dir noch leid tun. Mal sehen, wie hart du bist, wenn keine Erwachsenen mehr da sind. Ja, warte mal ab. Zeigen. Ja, Freund, ich hab dir doch gesagt, immer toll, ich deinen neuen besten. Ihr redet mir alle ein bisschen zu heftig durcheinander. Die kriegen alle noch auf die Fresse. Unsinn. Allesamt. Die Leute mögen. Allesamt. So. Das hier soll eine Party sein. Das ist mein Style, Leute. Verstehst du? Solltest du auch mal versuchen, Papa. Das ist mein Style. Ich laufe halbtag mit der Baseballmütze rum. Mehr nicht. Ignoriere ihn einfach. Ach, Amada. Amada, du Alter, ey. Ich wollte ihm nicht geben, was er verlangt. Er sagt, dass es mir später leid tun würde. Nee, wir sagen, mach dir keine Sorgen um mich, ich habe keine Angst vor ihm. So ein bisschen charmant gegenüber den Ladies muss man doch dann mal selbst so als Macho-Typ sein. Das ist hier, wir spielen hier schon einen sehr eindeutigen Charakter. Ich weiß, er glaubt, dass er echt hart ist. Eines Tages werden wir einen Weg finden, um es ihm heimzuzahlen, okay? War's das jetzt mit der Party? Ich meine, der Kuchen ist kaputt. Schau mal, Butch.
Ich glaube nicht, dass sein mickriger Arm stark genug ist, diesen Pip-Boy zu heben. Ich bin ja auch nackt. Es muss aber ein echter Killer sein. Daddy, ist das jetzt vorbei? Jonas? Jetzt, ich muss hier irgendwo hin. Nicht in die Klinik, weil die ist eh verschlossen, sondern in eine andere Richtung. Zum Reaktor und dann etwas nach unten gelaufen. Und dann, das kann ich euch schon mal spoilern, wenn ich mich recht entsinne, gibt's jetzt ein bisschen Schießtraining. Hey Jonas, mach mal ein Foto von mir und dem Großwildjäger. Wir haben meinem Papa gerade in den Hinterkopf geschossen und es hat ihn einfach nicht gejuckt. Das ist der Terminator. Zeitsprung. Der letzte. Ich denke, es ist der letzte. 6 Jahre später. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende. Soweit ich sehen kann, bist du ein aufgeweckter, gesunder 16-Jähriger. Also, ja, du musst am Unterricht teilnehmen und den GOAT machen. Nun geh. Du hast einen GOAT zu machen. Super Name, da hättet ihr euch keinen besseren ausdenken können. Tschüss, Papa. Mach's gut, mein Sohn. Ich beschleunige das jetzt mal so ein bisschen. Das heißt, ich werde vielleicht auch die Dialoge nicht mehr ganz ausreden lassen, weil wir haben ja jetzt schon so viel Zeit mit der Kindheit und allem drum und dran verbracht. Guck mal, das sind meine Fäuste. Ich hau Papa mal kurz ein. Nee, das mache ich nicht. Papa ist hier. Papa ist cool drauf. Allen anderen hau ich eine rein. Hier zum Beispiel. Tut mir leid. Vorbeigekommen, um deinem alten Herrn vor dem Unterricht einen Besuch abzustatten, was? Nee, um dir ins Gesicht zu schlagen, aber das funktioniert irgendwie nicht so wirklich. Das tut weh! Oder ich schlag gegen die Wand. Der hat einfach ganz, ganz krasse Aggressionsprobleme. Wie läuft's? Der junge Mann. Und, okay, das Duftgewehr habe ich leider nicht mehr. Das war nicht sehr nett. Sorry, Stanley, mir ist einfach mal die rechte Hand wieder ausgerutscht. Das passiert hin und wieder. Aus dem Weg, ihr blöden Tunnelschlangen. Na? Hey, Butch, ein harter Bursche, was? Lass ihn in Ruhe. Mit den Tunnelschlangen. Jetzt geht's hier direkt drauf. Leute, ich habe mich direkt angelegt mit den Tunnelschlangen. Er braucht noch einen Schlag. Irgendwie sieht das eher so aus, als kriege ich ziemlich aufs Maul und treffe absolut nichts, was bei 3 auf dem Baum ist. Leute! Die Tunnelschlangen sind die Großen. Der Verlierer macht in die Hosen. Ja, geile Line. Der braucht noch einen Schlag. Schluss mit den Streitereien. Ihr seid heftige Tunnelschlangen. Das wäre gut. Dauert das lange. Kommt schon, Tunnelschlangen. Diese kleine Zicke ist unsere Zeit nicht wert. Ja. Was immer du sagst, Butch. Du bist der Boss. Da habt ihr wohl so ein bisschen Angst bekommen. Die Tunnelschlange mit deiner besseren. Na gut, gehen wir. Ja, einfach mal volle Kanne hier. Ne? Der Wand gebe ich auch nochmal eine mit. Ich vermute fast, wir schaffen es gar nicht mehr bis nach draußen. Ich habe diesen Anfangsabschnitt als ein wenig kürzer in Erinnerung, so wie das eben meist ist. Ich finde es super, dass er so lang ist, aber für ein Video wird das hier wohl dann doch etwas zu kritisch. Wir werden jetzt aber mal noch, würde ich sagen, noch 5 Minuten ein bisschen weiter daddeln. Aber dann muss ich hier die Reißleine ziehen. Ansonsten. Hier, in Unterricht gehen wir noch. Sehen wir leider nichts von draußen. Ist schade. Hallo. Nun, Sie haben es geschafft. Sind Sie bereit? Ja, ich bin bereit für den Goat. Kein Problem. Aber ich fühle mich krank. Ich fürchte, ich muss den Termin verschieben. Hat auch bei deinem Papa nichts gebracht. Stimmt's? Doch. Nun, es sei denn, Sie haben noch etwas anderes zu besprechen. Ich bin bereit. Ich mache das jetzt einfach. Ich überspringe deinen ganzen Dialog. Es ist zwar schön, dass du so viel mit mir sprichst, aber kann ich... Moment, ich will noch mal jemanden reinhauen. Hier, ich mache da mal kurz... Hier, kann ich mal... Meine Fäuste kann ich gerade nicht rausnehmen. Wo ist denn mein Platz? Da vorne. Ich habe Wichtigeres zu tun. Hingesetzt und los geht's. Jetzt, wo alle den Klassenraum gefunden haben, können wir ja endlich beginnen. Frage 1. Ein hektischer Vault-Wissenschaftler läuft auf Sie zu und schreit, ich werde meinen Quantenharmonisator in Ihre Photonenresonanzkammer stecken. Wie lautet Ihre Antwort? Das ist meiner Ansicht nach eine sehr gute Idee. Das muss ich mir merken. Wenn dich jemand irgendwie auf der Straße anstresst, dann antwortest du nicht mit irgendwelchem Aufgemucke oder läufst einfach weiter, sondern sagst, hören Sie mal zu, ich schieb meinen Quantenharmonisator in Ihre Photonenresonanzkammer. Und dann kriegst du höchstwahrscheinlich aufs Maul, aber eine coole Line ist es trotzdem. Sie sagen nichts, sondern schnappen sich ein herumliegendes Rohr und schlagen den Wissenschaftler damit auf den Kopf, um ihn ins Land der Träume zu schicken. Wenn Sie das richtig verstanden haben, wollte er die Wolle in die Luft jagen. Gute Antwort. Frage 5. Ihre Großmutter lädt Sie zum Abendessen ein, reicht Ihnen dann aber eine Pistole und befiehlt Ihnen, einen anderen Vault-Bewohner zu töten. Was tun Sie? Die Großmutter scheint mir auch psychisch vollkommen gesund zu sein, deswegen würde ich sagen... Sie fragen Oma lieber nach einer Minigun. Sie möchten schließlich nicht vorbeischießen. Das ist eine schöne Option. Frage 6. Der alte Mr. Abernathy hat sich mal wieder in seinem Quartier eingeschlossen und Sie haben die Aufgabe, ihn rauszuholen. Wie gehen Sie vor? Sprengstoff. Mir fällt so auf,
unser Protagonist hat gar kein Papier vor sich. Spricht er die Antworten laut aus? Und falls ja, warum hat ihn noch niemand erschossen?